Hallo meine Lieben, heute haben wir köstliche Blätterteigtaschen mit saftigem Rinderhackfleisch und Zwiebeln. Ein zauberhaft schnelles Rezept. Bis der Backofen aufgeheizt ist, habe ich die Taschen schon vorbereitet. Schaut mal, richtig schön saftig und mega lecker. Wir brauchen dafür eine Packung Blätterteig, 450 Gramm. Und schaut mal, das ist so ein etwas dickeres Blätterteig. Das sind circa 4-5 mm breit. Es gibt nämlich beim Aldi auch etwas dünneres Blätterteig. Das ist nicht so geeignet. Dann werde ich das jetzt erstmal, das habe ich jetzt ein paar Minuten antauen lassen und werde es einfach in der Mitte durchschneiden. Dann brauchen wir 300 Gramm Hackfleisch. Ich habe Rinderhackfleisch. Dazu gebe ich eine sehr große Zwiebel, klein geschnitten. Dann habe ich eine sehr große Kartoffel, fein gerieben. Die hat sich jetzt schon ein bisschen verfärbt. Dann nehmen wir einen Teelöffel Salz, ein sehr gut gehäufter Teelöffel, und Pfeffer nach Belieben. Jetzt das Ganze gut vermischen. So sieht die Mischung aus. Jetzt verteile ich das auf die einzelnen Teigblätter. Ist gut, wenn man es vorher macht, dann bleibt auch nichts übrig. Jetzt werden nur noch die Seiten verschlossen. Auch alles gut zudrücken. So mache ich das. Dann drücke ich etwas von oben an und lege sie umgedreht aufs Backblech. Mit einem verquirlten Ei, werde ich sie jetzt alle bestreichen. Der Backofen heizt vor auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Dann gebe ich noch ein bisschen Sesam auf jede Tasche und dann kann es schon in den Backofen. Viel Freude beim Nachbacken und Genießen. Großes Dankeschön fürs Zuschauen. Über euer Abo und eure Kommentare freue ich mich immer sehr. Danke und bis zum nächsten Video.